Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Hi. Wirklich? Hi. Soll ich dir was abnehmen? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, danke, das krieg ich schon hin. Verstehe, du bist gestresst. Ich wusste nicht, dass du da bist. Ich habe keine Zeit. Ich krieg gleich die Suche und dann muss ich auch in die Praxis fest. Schon gut, ich muss sowieso los. Hey, du kannst gerne noch bleiben. Ist schon okay. Wieso bringst du den in meine Wohnung? Das ist doch meine Wohnung. Willst du mir jetzt vorschreiben, ob ich meinen Vater einladen darf? Du musst vorher mit mir darüber reden. Sorry, Mama, du spinnst. Yunus, ich melde mich bei dir. Hallo. Hi. Du Stefan. Hallo. Auch mitessen? Nein, der wollte gerade gehen. Hi. Hallo. Du hast was mitgebracht. Ach, echt? Ja. Ich habe auch was mitgebracht. Hey! Mike! Es tut mir leid, wie Mama sich benommen hat. Ach, schon okay. Aber vielleicht hättest du ihr vorher sagen sollen, dass ich da bin. Es ist lange noch kein Grund, so bescheuert zu sein. Ha? Sprich nicht so über deine Mutter. Ist doch wahr. Sie hat den ganzen Abend kaputt gemacht. Weißt du was? Wir holen das einfach nach. Komm doch morgen Abend bei mir vorbei, da gibt's was zu feiern. Cool. Was denn? Naja, mein Geburtstag. Da gibt's bestimmt eine Riesenparty. Weißt du, ich bin nicht mehr so der Partyman. Nur du, Jana und ich. Auf gemütlich. Was hältst du davon? Ja, klar. Okay, bis morgen. Bis morgen, Mann. Komm, lass mich mal. Danke, Papa. Das habe ich das letzte Mal vor 10 Jahren gemacht. Voll die Elefantenstampfe bekommen. Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Die Übergrößen nerven auch. Hilft nichts, du musst jetzt durch. Im letzten Trimester wächst das Baby noch mal ca. 15 cm, aber dann hast du es geschafft. Du stehst ja richtig auf romantische Komödien, das kenne ich von Männern gar nicht. Also ich bin ja auch kein normaler Mann. Aber ich bin froh, dass du wieder da bist. Also alleine im Kino, das macht keinen Spaß. Ich auch. Und wie war Japan? Das, was mich natürlich total anfixt, ist die Ästhetik, ne? Das ist Minimalismus pur. Und in der Liebe? Das bleibt mein Geheimnis. Nein, ich meine, sind die Japaner auch in der Liebe Minimalist? Ja. Ja. Das sind alles Single, sterben, glaube ich, bald aus. Okay. Das nenne ich Minimalismus. Kannst du wieder nicht schlafen? Ja, ich habe es echt versucht, aber es geht einfach nicht. Nina schläft, wir wollen sie nicht wecken. Geh mal runter, ich komme gleich. Als Baby bist du im Auto immer sofort eingeschlafen. Dir ist aber schon aufgefallen, dass ich kein Baby mehr bin, sondern eins kriege. Ich hatte mich schon gewundert, warum du so dick geworden bist. So. Zuhören. Entspannen.
Hat schon was. Okay. Dem Baby scheint es auch zu gefallen. Es ist ganz ruhig geworden. Croissant? Mhm. Habt ihr eigentlich schon für den Geburtsvorbereitungskurs angemeldet? Ja, ich habe gestern angerufen, nachdem Jonas das mal wieder vergessen hat. Das ist ja typisch. Morgen wäre doch Saisoneröffnung im Segelclub. Müssen wir dies ja wohl passen. Dafür haben wir dann ein neues Mannschaftsmitglied. Und habt ihr schon zum Kurs angemeldet? Meinst du den Hechelkurs? Es gibt überhaupt keinen Grund, sich über die Geburtsvorbereitung lustig zu machen. Ist ja gut. Jana macht das. Wieso immer Jana? Du kannst das auch machen. Oh, nee. Och, doch. Es ist mir schon aufgefallen, dass jetzt Mike der Wichtigste ist in deinem Leben. Das sagt die Richtige. Lenk nicht ab. Du hängst doch sowieso die ganze Zeit mit diesem Typen rum. Mit welchem Typen? Na, wer wohl? Erstens, der Typ heißt Stefan. Und zweitens wird er in Zukunft auch öfters hier sein. Dann seid ihr jetzt zusammen? Ja, wir sind zusammen. Na, super. Moin, na? Morgen. Alles gut überstanden? Chaos, wie immer. Deine Frauengeschichte oder die Praxis? Hier in der Praxis ist alles okay. Bei den Frauen macht mir nur eine verrückt. Was ist passiert? Sophie ist passiert. Ja. Moin. Moin. Sie ist wieder aus Japan zurück. Was? Sie ist aus Japan zurück? Sie hat mich gar nicht angerufen. Ich hau mich jetzt hin. Gute Nacht. Bis später. Sie sehen aber auch nicht gerade fit aus. Ich bin die ganze Nacht Auto gefahren. Wohin denn? Jana in den Schlaf wiegen, die kann nicht mehr pennen. Ah, oh, ging mir genauso in der Phase der Schwangerschaft. Naja, Jana macht sich viele Gedanken, scheint damit ziemlich allein zu sein. Was wollen Sie mir damit sagen? Na, Jonas kümmert sich kaum. Das stimmt überhaupt nicht. Hm? Er hat momentan einfach viel um die Ohren. Er tut alles für Jana, was er kann. Krieg ich gar nicht mit. Dann müssen Sie mal besser hinsehen. Das mache ich bei Gelegenheit. Tobias. Tobias. Leute, es steht ein kleiner Junge auf dem Dach. Ja, über der Dachstadt. Hey, Kleiner, was machst du denn hier oben? Versuch, die anderen zu erreichen. Welche anderen? Mein Planet ist explodiert. Und ist das so eine Art Telefon da, was du da hast? Mein Kommunikator. Was hältst du davon, wir gehen runter in die Praxis und nehmen mein Handy, versuchen, die Leute zu erreichen? Das ist nicht stark genug, die sind überall verstreut. Ist das nicht anstrengend, die ganze Zeit da so zu stehen? Deine Power wird langsam schwach. Ja. Ich habe da unten eine Ladestation, da können wir dich aufladen. Soll ich sie dir zeigen? Komm. Okay. So, das gibt dir jetzt neue Power. Schön heißer Kakao hier. Du hast gesagt, du hast eine Ladestation. Ja, habe ich auch. Schau. Kannst du einmal deinen Arm bis ganz nach oben schieben? Arm hier reinlegen. Jetzt docke ich dich bei mir an. Gleich fühlst du dich bärenstark. Den Kakao kannst du ja trotzdem nachher trinken. Cooles Kostüm übrigens. Das ist kein Kostüm, das ist eine Rüstung. Nämlich vor Laserstrahlenschutz. Okay, sorry. Du bist also ein Ritter, ja? Sternritter, man nennt mich Noel. Sternenritter Noel. Wo genau auf St. Georg wohnst du denn eigentlich? Ich komme vom Planeten Lunos. Der wurde von großen Kometen zerstört. Okay. Hallo. Kann ich Sie kurz sprechen? Natürlich. Ganz kurz, ja? Bei der Polizei ist niemand als vermisst gemeldet. Aber die kontaktieren jetzt das Jugendamt. Okay, danke, Kaya. Okay, ja. Willst du jetzt einen Kakao? Mhm. Hier. So. Was ist mit deinen Eltern? Die sind gestorben, als Jonas zerstört wurde. Gibt es denn irgendeinen Erwachsenen, der sich um dich kümmert? Was ist? Tut's weh? Wo genau? Hier oben. Leg dich mal hin. Also in dem Internetforum schreiben manche, dass der Kurs zeitverschwendet wäre. Aber
eigentlich alle, oder? Ja, man lernt natürlich neue Leute kennen. Man kann sich auch austauschen. Hey! Siehst du? Mike hat uns heute Abend zu seinem Geburtstag eingeladen. Und ich habe die Zusage für den Geburtsvorbereitungskurs. Wann? Heute. Sorry, das geht echt nicht. Ja, aber ich habe den Termin schon zugesagt. Du kannst nicht. Willst du, dass ich Mikes Geburtstag absage oder was? Nein, aber irgendwie ist Mike immer wichtiger. Also, wenn du mir jetzt so kommst, habe ich echt keinen Bock auf diesen blöden Kurs, Alter. So ein Idiot, echt. So, mit diesem Gerät kann ich in deinen Bauch reinschauen, ja? Ist das mein Bauch? Das ist dein Bauch. Oh, cool. Cool, ne? Tut's wieder weh? Wo denn genau? Hier oben. Da oben, okay. Gut. Okay. So, ich glaube, ich weiß, woher deine Schmerzen kommen. Schau mal. Aber um ganz sicher zu gehen, machen wir gleich noch ein Röntgenbild, okay. Ja? Der hat Batterien geschluckt, um seine Power aufzuladen. Aha. Der nimmt seine Fantasiewelt aber ganz schön ernst. Zu ernst, wenn Sie mich fragen. Ja, wir müssen die Dinger da rausholen. Ich meine, wenn die auslaufen, was ist denn alles drin hier? Ja, Blei, Cadmium, Quecksilber, schöner Cocktail. Ja, also was schlagen Sie vor? Ein kleiner Angriff. Aber dafür brauchen wir eigentlich die Zustimmung der Eltern oder vom Vormundschaftsgericht. Wenn das Gift den Magen des Jungen verätzt, haben wir ganz andere Probleme. Ja. Mein Bauch nervt. Komm, der sieht doch super weiblich aus. Also, ich finde ihn eher dick, Lena. Lena hat recht. Nein, guck, das ist eine Frage der Perspektive. Meinst du? Ja, klar. Guck mal, von vorne und von der Seite sieht er super schön aus. Ich sehe ihn immer nur von oben. Ich kann ja Fotos machen. Ey, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, ich habe noch eine bessere. Pass auf, was ich so mache. Nein, du nicht. Also die hier scheint nicht beschädigt. Der Junge ist doch höchstens 7. Und warum vermisst den keiner? Was ist mit den Eltern? Ich weiß nicht. Vielleicht sind die ja wirklich gestorben. Aber irgendjemand muss doch zuständig sein. Warum macht sich keiner Sorgen um den Kleinen? So. Danke. Die hier sieht nicht mehr so frisch aus. Da könnte was ausgelaufen sein. Ja, aber viel wird es nicht gewesen sein. Dann schluckt doch nicht einfach so giftige Batterien. Wollte sich was antun? Ich glaube eher, dass er festhängt in seiner Fantasiewelt. Kalt sein vom Dach, oder was? Traumatisches Erlebnis vielleicht. Ach, John. Es ist kalt. Es kitzelt. Ja, ich kann nichts dafür. Ja, nee, ich auch nicht. Nein, stopp. Nicht lachen. Nein, sonst geht alles kaputt. Ich habe ja gar nicht mehr erwartet. Kann auch wieder gehen. Ach, Quatsch. Nichts da. Ist das für mich? Das ist für Mike. Ach so. Was sonst die beiden da so? Keine Ahnung. Die sind auch alle fast doppelt so alt wie wir. Wenn wir so alt sind, ist unsere Tochter schon 18. Dann können wir wieder feiern gehen. So, herzlich willkommen. Na, wie ich sehe, haben wir zwei neue Teilnehmer. Ich habe jetzt die Erlaubnis vom Vormundschaftsgericht. Und das Jugendamt fragt, wann es den Jungen abholen kann. Also der Junge sollte nach der Sedierung mindestens 12 Stunden hier zur Beobachtung bleiben. Außerdem müssen wir ausschließen können, dass die Batteriesäure seinen Magen angegriffen hat. Sagen Sie denen, dass wir morgen kommen können. Und dass er psychologische Betreuung braucht. Ja. Alles klar. So. Ich werde dann auch mal, Tobias müsste ja gleich hier sein. Ach so, haben Sie eigentlich was von den Kindern gehört, wie der Kurs war? Nee, der läuft doch noch, oder? Katze. Ausatmen. Kuh, einatmen. Katze. Wir müssen bald los. Lass uns erst mal diesen Kurs zu Ende bringen. Also ich gehe in einer halben Stunde. Einatmen. So, jetzt hat jeder einen Ball. Die Schwangeren hängen sich bitte im Vierfüßlerstand über den Ball. Genau, super.
Und die Partner und Partnerinnen knien dahinter und massieren mit dem Handballen das Kreuzbein. Wunderbar. Schön. Das ist doch voll peinlich. Entschuldigung. Kannst du dich bitte hinter deine Partnerin knien? Mhm. Super, genau. Und hier ist das Kreuzbein. Oh, Scheiße, ich weiß, wo das Kreuzbein ist. Das war echt peinlich eben. Sorry, aber diesen Zirkus kann man echt nicht ernst nehmen. Mann, ich weiß doch selbst nicht so richtig, was uns dieser Kurs bringen soll. Siehst du? Aber ich will wenigstens die erste Stunde bis zum Ende durchziehen. Und was ist mit Mikes Geburtstag? Geh doch hin. Was willst du? Hey, kleine Sternritter. Ich bin Tobias. Ich pass heute Nacht auf dich auf und ich schaue jede Stunde nach dir. Kommst du aus dem All? Nein, warum? Weil du komisch redest. Ach so, nein, ich komme aus Dänemark. Liebst du auch Ritter? Nein, also da lebten früher ein paar mutige Wikinger, aber die sind fast alle so gut wie ausgestorben. Also ich bin wohl eigentlich einer der Letzten. Dann bist du ja auch ganz allein. Ganz allein. Wir können uns ja zusammentun, du nicht. Und Abenteuer leben. Tobi und Noel, die Sternenritter. Ich heiße Leon. Hallo, Leon. Der Junge heißt Leon. Hat sich jemand gemeldet? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also irgendjemand muss doch den Jungen vermissen, oder? Ja, Sie können jede Seite nur diese Nummer anrufen, falls Sie Neuigkeiten haben. Hi! Hi! Ich wollte zu Mike. Ja, komm rein. Mike? Ja? Besuch für dich. Hey, Jonas. Hey. Schön, dass du gekommen bist. Na, alles klar? Gut. Happy Birthday. Du hast heute Geburtstag? Ja. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Danke, Celine. Was? Ich wollte es nicht so an die große Glocke hängen. Das hier ist für dich. Was ist denn das? Pass auf. Dein Enkel. Wow, herzlichen Glückwunsch. Danke. Na, wie war's? Jonas ist ein Arsch. Wieso? Was hat er diesmal verbockt? Er hat sich einfach komplett daneben benommen. Das tut mir leid. Weißt du was? Beim nächsten Mal gehe ich mit, okay? Ich glaube, ich mache keinen nächsten Termin. Der Kurs war eh nicht so toll. Wieso? Naja, die machen ja erstmal so Yoga, Qigong und dann hecheln da alle und machen so Kreuzbeinmassagen. Ich meine, was soll das bringen? Naja, also durch das Atmen bist du bei der Geburt entspannter und hast weniger Schmerzen. Und dann kommt das Baby ganz entspannt raus und schreit dann auch weniger. Das weiß ich jetzt nicht. Lass mal ein bisschen Luft dran, okay? Gut, mal schauen. Ich hab was für dich. Ach ja? Jo, von Paula. Damit kannst du schlafen, sagt sie. Ah, cool. Wow, du siehst aus wie eine Geisha. Das ist wunderschön, ich liebe Seide. Dankeschön. So gerne. Ganz toll. Cheers. Cheers. Tobias muss es dir richtig angetan haben, wenn du ihn zuerst anrufst. Jetzt hör mal auf zu schmollen. Und, habt ihr geküsst? Nee, ich lasse es jetzt langsam angehen. Ich bin reifer geworden auf meiner Reise, weißt du? Langweilig, Sophie. Ja, leider. Und bei dir? Mit Stefan? Auch so langweilig? Nee, ist super. Es ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Wann seht ihr zusammen? Keine Klischees. Ach komm, sonst ist es nicht langweilig. Alright. Yeah. Well, how much can I be?
Freddy. Hi. Na, wie geht's? Gut, und dir? So weit, so gut. Wie immer? Auf jeden Fall. Was trinkst du denn? Ein Bier. Und ein Bierchen. Und Jana, wollte sie nicht mitkommen? Dicke Luft? Jana meint, es ist nicht zu wenig um sie kümmern. Und hat sie recht damit? Ab und zu muss ich auch was für mich tun. So wie jetzt. Kann ich gut verstehen. Aber mach da keine Ego-Nummer draus. Sonst verlierst du sie noch. Cheers. Danke. Cheers. Salut. Und Celine? Ist sie deine Freundin? Sie ist eine Sängerin. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Das ist ein bisschen zu jung für mich. Ich wüsste da vielleicht jemanden in deinem Alter. Ach ja? Wen denn? Vergiss das. Keine gute Idee. Willst du, dass dieser Schleimer deinen Platz einnimmt? Wen meinst du nur mit Schleimer? Stefan oder was? Ich kann echt nicht verstehen, was Mama an diesem Langweiler findet. Jonas, das mit deiner Mutter und mir, das war ein. Aber das kann ja wieder werden, oder nicht? Sicher, dass du nicht noch zum Frühstück mit uns bleibst? Leider, ganz sicher. Ich hab dir gesagt, entweder große Runde oder zusammen frühstücken. Du wolltest die große Runde. Jetzt muss ich ganz schnell noch zu mir die Präsentation holen und dann nichts mehr ab zum Kunden. Aber du, sehen wir uns heute Abend. Vielleicht gibt's was zu feiern. Für die Daumen. Ciao. Tschüss. Yes. Ja. Ja, bis dann. Ich habe seit Wochen endlich richtig durchgeschlafen. Ja. Ein Wunder. Ein Wunder namens Paula. Ich werde es ja ausrichten. Nimmst du mich mit in die Praxis? Wieso? Paula kann mir doch alles zeigen. Ich hätte sie gerne als meine Hebamme. Och, Jana, ich weiß nicht. Sie hat seit Jahren nicht mehr als Hebamme gearbeitet. Wir brauchen sie Vollzeit in der Praxis. Ich frage sie einfach selbst, okay? Jetzt ist erstmal Schule. Ich habe in der ersten Sport. Da sitze ich eh nur rum. Da kann ich auch mitkommen. Trotzdem gibt's da Anwesenheitspflicht. Ich habe noch was vergessen. Warte mal kurz. Ich komme noch zu spät. Ja, warte kurz. Ah, kannst du mir den Schlüssel geben? Zum Glück ist der Bauch angewachsen, du. Der Kurs war mega peinlich. Die krabbeln da rum wie Babys und massieren sich gegenseitig den Hintern. Übertreib's maßlos. Mir hat der Kurs damals sehr geholfen, vor allen Dingen der Austausch mit den anderen Teilnehmern. Die haben uns angeglotzt, als wenn wir Aliens wären. Ja, ihr seid ja auch was Besonderes. Also ich geh da nicht wieder hin. Also Jana, ich brauche jetzt deine volle Unterstützung. Das letzte Drittel der Schwangerschaft ist nämlich echt heftig. Ich rede mit dir, Yunus. Wem sagst du das? Ständig hat sie schlechte Laune. Ja, du hättest auch ständig schlechte Laune, wenn du mit so einem Bauch den ganzen Tag rumlaufen müsstest. So schlimm kann das nicht sein. Wetten? Okay. Du packst jetzt diesen 5 Kilo Reissack da in einen Rucksack, schnallst dir den vor den Bauch und läufst den ganzen Tag damit rum. Okay? Okay. Du gehst dafür auf Mikes Konzert heute Abend mit mir. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gar nichts. Dir? Und zum Beweis schickst du mir pro Stunde ein Foto aufs Handy. Aufwachen! Die Polizei hat gerade noch mal angerufen. Und? Die Mutter des Kleinen hat sich gemeldet. Sie war in Berlin. Sie ist auf dem Weg hierher. Ach, spinnt die? Lässt ihr Kind alleine und fährt nach Berlin? Ich sag ihr Bescheid. In dem Aufzug? Morgen. Gut geschlafen? Ja. Und, was macht dein Bauch? Geht gut, aber meine Power ist sehr schwach. Das ist ganz normal, dass du etwas müde bist. Ich habe eine Überraschung für dich. Mhm.
Ich habe die anderen erreicht. Deine Mama kommt gleich. Meine Eltern sind tot. Warum sagst du sowas? Haben sie dir was getan? Kann ich nicht einfach bei dir bleiben? Ich glaube, deine Mama wäre sehr traurig. Ich bleib bei dir. Bringen Sie den bitte zu Dr. Olsen ins Zimmer. Soll ich das gleich anschließen? Ich bitte darum. Moin. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Jana. Hallo. Ja. Du warst ja lange nicht mehr hier. Du siehst gut aus. Danke. Geht's dir auch gut? Ja. Also, geht so. Was fehlt dir? Eine Hebamme. Ach, das ist kein Problem. Ich kenne eine Menge sehr gute. Ich kenne eine sehr gute. Paula, ich lege meinen Babybauch in deine Hände. Möchtest du meine Hebamme werden? Ich? Ja. Oh, wie schön, dass du an mich gedacht hast. Aber wir dürfen uns nicht zu früh freuen. Ich muss das erst mit deinem Vater besprechen. Hey. Hey. Was geht? Alles klar? Normal. Bei dir? Normal. Bei dir? Wie geht's dir? Oh mein Gott. Du weißt schon, dass man das den Rucksack nennt, ne? Komisch. Den Witz habe ich heute noch gar nicht gehört. Willst du eine? Ja. Spinnst du? Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihnen und Ihrem Kind. Ja. Ich lach mich tot, hä? Da spinnst du oder was, Mann? Was ist da los? Komm on. Verdammt. Seit wann rauchst du? Ich rauch gar nicht. Thomas und Nils? Nee, ich weiß. Das sollst du doch besser wissen, jetzt, wo du Vater wirst. Nach Schulschluss meldest du dich beim Hausmeister zum Müllsammeln. Der Magen hat nichts abgekriegt. Die Blutwerte sind normal. Also körperlich fehlt dem Kleinen nichts, aber psychisch betrachtet macht er mir Sorgen. Also egal, wer für ihn zuständig ist, aber... Moin. Morgen. Die Person würde ich mir gerne mal vorknüpfen. Wen würden Sie sich gerne mal vorknüpfen? Vielleicht Ihren Sohn, weil er Jana gestern im Kurs im Stich gelassen hat. Das lassen Sie mal schön meine Sache sein, ja? Was ist denn passiert? Kursleiterin war wohl etwas überambitioniert. Jana war auch nicht gerade begeistert, aber trotzdem, Junus, der müsste sich jetzt einfach ein bisschen mehr kümmern. Vielleicht hören Sie endlich mal auf, immer meinem Sohn die Schuld zu geben. Geht doch gar nicht um Schuld, ich mache mir einfach Sorgen. Sie waren immer der perfekte Vater. Nein, ich hatte durchaus auch meine Macken. Hatten, ja? Was soll denn das heißen? Mach das uns auch raus. Ich halte mich da raus. Nur, dass Sie nichts Falsches denken. Ja, mir ist schon klar, dass die Situation für unsere Kinder nicht einfach ist. Ja? Und dass es ganz normal ist, wenn sie Fehler machen. Warum regen Sie sich dann so auf? Wenn Sie mitten im Gespräch einfach weglaufen, dann muss ich mich... Haben Sie einen Moment Zeit, Dr. Walter? Was gibt's denn? Können Sie das bitte draußen klären? Bitte, bitte, ja? Paula. Ich wäre gern Janas Hebamme. Wenn Sie einverstanden sind. Sind Sie sicher, dass Sie das noch können? Das ist wie Kinder machen, das verlernt man nicht. Solange Sie Ihre Pflichten in der Praxis nicht vernachlässigen... Ich finde es eine super Idee. Ja, ich ja auch, aber trotzdem... Naja, an mir wird's schon nicht liegen. An mir ja auch nicht. Habe ich jetzt ja gesagt? Hm? Wo war mir stehen geblieben? Ach, hat sich schon erledigt. Ah, hier, Lebenswerte. Also die Synthologie von Frau Hatzingers Schilddrüse ist auffällig. Sie muss unbedingt zur Punktion der Knoten in die Radiologie überwiesen werden. Was ist daran so witzig? Ja, schauen Sie mal. Was hat der denn da? Das habe ich ihm verordnet. Mein Gott, das sind ja vielleicht Methoden. Ja, wenn mehr Männer schwanger wären, würden wir Frauen wahrscheinlich weniger Probleme haben. Das sehe ich aber anders. Das ist klar. Entschuldigen Sie die Störung. Das ist Frau Ahrens, die Mutter von Leon. Die Polizei hat gesagt, dass mein Sohn bei Ihnen ist. Was ist mit ihm? Ja, wir haben Ihren Sohn auf unserem Dach gefunden. Auf dem Dach? Gott, ist ihm was passiert? Ist er verletzt? Wir haben uns um ihn gekümmert. Ja, aber wie kann es eigentlich sein, dass ein kleiner Junge ganz allein durch St. Georg läuft, ohne dass ihn jemand vermisst? Also das heißt, natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Und warum haben Sie sich erst jetzt gemeldet? Entschuldigung, aber ich bin noch nicht hierher gekommen, um mir Vorwürfe anzuhören. Ich will jetzt meinen Sohn sehen. Ich...
Leon, deine Mutter ist... Nix, keine Spur. Der muss sich einfach weggeschlichen haben. Das darf doch nicht wahr sein. Sie alle tragen die Verantwortung, wenn ihm irgendetwas passiert ist. Ich glaube eher, dass Sie mit dem Jugendamt Probleme kriegen werden. Jetzt hören Sie mal auf zu streiten. Wir sollten lieber überlegen, wo wir den Jungen finden können. Vielleicht ist er ja wieder aufs Dach. Ja, oder irgendwo in St. Georg. Wir müssen uns aufteilen. Sie kommen mit mir mit. Wir gehen in die Lagerei. Und nicht aufs Dach, oder? Oh Gott, nee. Finden wir hier doch nie. Kann doch überall sein. Was machen Sie denn da? Ich rufe die Polizei an. Die werden sich freuen zu hören, dass der Junge gleich zweimal in zwei Tagen weggelaufen ist. Ja, aber ich kann doch nichts dafür. Doch, Sie sind seine Mutter und Sie haben die Aufsichtspflicht. Eigentlich sollte mein Ex-Mann ihn abholen und auf ihn aufpassen, während ich in Berlin bin. Und Sie haben nicht nochmal angerufen, um sicher zu gehen? Ich habe mich auf ihn verlassen. Ja, das darf nicht passieren, egal was ist. Ja, da drüben. Oh, Leon. Kommen Sie. Leon! Leon! Ich hab dich ja so vermisst. Du darfst nicht einfach weglaufen. Lass mich los! Du bist doch weggelaufen! Oh nein, mein Schatz, das bin ich nicht, nein. Hey, Daniel. Hey. Na? Lange nicht gesehen. Sorry, ich hätte mich früher melden sollen. War nur... Hast du eine Melone verschluckt? Mama will, dass ich mich wie eine Schwangere fühle. Hä? Und als nächstes sollst du Kleider tragen, oder was? Nein. Wenn ich das durchziehe, kommt sie mit zu Mikes Konzert. Aha. Verstehe. Ist alles okay bei dir? Weißt du, dieser Mike hat deine Mutter damals total verletzt. Jetzt taucht er nach 18 Jahren wieder auf und plötzlich dreht sich alles nur um ihn. Hm? Es tut mir wirklich leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Arkadaşı için çiğ bile yenilir. Für einen Freund ist man auch ein rohes Hühnchen? Ja. Aber bring nicht immer nur Rohkost mit, sonst verhungert man irgendwann. Ist sowas schon mal passiert? Nein, eigentlich nicht. Kurz nach der Scheidung ist er mal verschwunden. Da hat er sich in seinem Raumschiff versteckt. Was für ein Raumschiff? Das ist so ein Klettergerüst in unserer Nachbarschaft, was aussieht wie eine Rakete. Und hat sie das nicht alarmiert? Sie hat einfach so viel zu tun mit mir, mit der Scheidung. Fakt ist, ihr Sohn wollte mit Außerirdischen telefonieren, hat Batterien geschluckt und gesagt, sie seien tot. Tot? Ja. Also was mein Kollege damit sagen will, ist, dass Leon ernsthafte Anzeichen von Realitätsflucht zeigt. Ich bin kein Psychologe, aber mir scheint da grundsätzlich was schiefgelaufen zu sein. Ja, Sie haben recht. Ich habe versagt. Das sagt ja keiner. Entschuldigung. Mein Mann. Ich meine, mein Ex-Mann. Reden Sie miteinander? Kaum. Das müssen wir ändern, damit so etwas nie wieder passiert. Das wäre doch mal ein Anfang. Das Jugendamt wird sicherlich mit Ihnen über die Sache reden wollen. Vielleicht suchen Sie sich psychologische Hilfe. Die kann ich sehr empfehlen. Vielleicht sollten Sie alles, was passiert ist, als so eine Art Weckruf sehen. Es war keine Schlägerei, sondern Missverständnis. Ja? Ah, moin, Albert. Moin. Ein bisschen feinfühliger hätten Sie schon sein können, Frau Ahrens. In meinen Augen hat sie sich verantwortungslos verhalten. Ja, das sehe ich ja genauso, habe ich ihr auch gesagt. Ja, also was soll ich machen? Lieb sein, hoffen, dass es kein zweites Mal passiert? Wir sollten auf jeden Fall die Letzten sein, die über Sie richten. Ich habe nicht über Sie gerichtet, ich habe ihr psychologische Hilfe angeboten. Wir haben auch nicht aufgepasst. Dann brauchen wir eben auch psychologische Hilfe. Wieso wir? Sag mal, ist die Ehekrise langsam mal vorbei? Noch nicht. Ich brauche hier die Hilfe. Ah! Okay, und tschüss. Du bist die sportlichste Mutter, die ich kenne. Sehr witzig. Gibst du Schnauf oder was? Hey, dann tu mal den ganzen Tag mit dem Reißkopf rum. Ja. Und zieh doch den Rucksack ab fürs Training. Checkt doch keiner. Nee, das kann ich echt nicht machen. Jana kann doch auch nicht einfach ihren Bauch abschneiden. Ich zieh das durch. Und hier muss man erst ganz unten ankommen, damit man was versteht. Los, komm, weiter geht's. Warte. Er hat mir Frau Ahrens fast ein wenig leid getan. Das hat ihren Sohn in eine sehr schwierige Lage gebracht.
Also mir wird das bei meinen Töchtern nicht passieren. Nee, mir mit Yunus auch niemals. Ups. Schauen Sie mal. Jetzt läuft er immer noch so rum. Na klar. Das macht er aber nicht freiwillig, oder? Er tut alles, um ein guter Vater zu werden. Das hat ein dicker Bauch mit einem guten Vater zu tun. Es geht um die Geste. Vielleicht sollten Sie sich auch mal so ein Ding umschnallen. Warum? Um zu sehen, was mein Sohn alles auf sich nimmt, um Ihre Tochter glücklich zu machen. Wer sagt Ihnen, dass er das Ding auch wirklich trägt und nicht bloß umschnallt, wenn er Ihnen ein Foto schickt? Sie glauben auch nur an schlechte Menschen, ne? Nein, Yunus wird bestimmt ein guter Vater. Oho, habe ich da gerade ein Lob gehört? Dafür will ich aber auch eine Gegenleistung. Das war mir klar, umsonst gibt's bei Ihnen gar nichts. Doch, Sie dürfen mit mir segeln gehen. Wann? Jetzt. Heute ist Saisoneröffnung. Das ist bei uns eigentlich so ein Familiending, aber Jana kann ja schlecht und da dachte ich... Bin ich Familie? Wir sitzen zumindest im selben Boot. Okay. Okay. Jetzt nehmen Sie das Fall hier aus dem Fallschloss. Was ist Fall? Und lassen das Vorsegel runter. Na, hier die Schnur hier. Ach so. Rausnehmen und dann kommt das Segel runter. Genau. Aber vorsichtig. Langsam. Genau. Das geht auch ins Wasser. Ja, holen Sie es rein. Reicht schon. Und dann wieder festmachen, oder? Ja, genau. Da reinklemmen, erst rein. Okay. Vorsichtig auf dem Boot. Geht's? So, das war mein zweiter linker Fuß. Aber Sie haben da draußen echt eine gute Figur gemacht. Das war super, das mache ich nächstes Jahr wieder mit. Sie sind ein toller Lehrer. Nächstes Jahr, ja? Als Oma und Opa segeln wir dann. Auch das. So. Wir haben den Auftrag. Ich hole dich gleich ab und dann feiern wir, okay? Sorry, aber wir müssen das leider verschieben. Wie verschieben? Ich gehe auf ein Konzert. Okay, da kann ich ja mitkommen. Ja, also nein, das ist so ein Familiending. Du musst das jetzt nicht verstehen, oder? Sei nicht sauer, aber naja, wir holen das nach, ja? Nee, alles gut. Viel Spaß. Entschuldigung. Habt ihr Blumen? Ja, warum nicht? Für euch. Dankeschön. Schönen Dank. Abend. Komischer Vogel. Jetzt habe ich wenigstens eine Ahnung, wie du dich fühlst. Mm. Und, wie fühle ich mich? Beschissen. Danke. Hey. Hey. Na? Ich dachte schon, du kommst nicht. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich bin stolz auf dich. Hier. Danke. Ja, wenn alle Probleme so leicht zu lösen wären. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr heute Abend hier seid. Ich freue mich auch ganz besonders, dass heute mein Sohn da ist. Yunus. Einen Applaus bitte. Wie geht's? Jana, Sibel, auch schön, dass ihr da seid. Long ago, the sum of us was a match made in heaven. Your lips like a taste of rain. Not long ago, the sum of us would be magic and roses and ornaments on a shiny day. And ornaments on a shiny day. But to stay. Take so much more, but to pray lost my confidence long before. Now I
I stand all alone, nothing's left besides sadness, or what it seems like to be. Now that high hopes be followed, cut ropes have hollowed, what's left of you and me. But to stand